Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Eh den Ärmel hinterkrempeln und dann... Ne, komm schnell hier, das passt ja, Junge, oh mein Gott! Oh, das ist doch... Da sieht's wieder künstlich aus. Ziel. Das zeigt einen vollen Farbraum. Wenn es angeht. Ja, stell's halt an. Ah, es geht nicht an. Ah. Ja, wann ging's mal an? Jetzt. Das ist Vollgas hier. Mehr ich merke keinen Unterschied hier zwischen, wenn das da steht und wenn es nicht da steht. So. Was? Ja, das Feuerzeug brauchst du auch nicht, sind nur Dosen. Was? Doch, man sieht. Okay, pass auf. Bisschen ein Unterschied. Es läuft schon. So, willkommen zu einer neuen Folge auf Webcard. Euer Ramses, der Dicke. Das ist der Ramses. Hier in der Mitte guckt, das ist der Fahrer. Grüß euch. Jetzt musst du sagen, wenn ich sage, das ist der Hannes. Grüß euch. Moin, servus, moin. Ah, das musst du sagen. Alles durcheinander. Ja, wir haben gerade schon ein Biertasting aufgenommen. Der Fahrer hat gesagt, ich bin noch nicht umsonst hierher gefahren. Deswegen müssen wir jetzt gezwungenermaßen noch ein Biertasting aufnehmen. Und ihr kennt bestimmt alle die goldene Meile, wo wir traditionell, ich immer versucht habe, an der vierten Station dran zu kommen, damit ich das Perlenbacher Ultra Strong in die Finger kriege und saufen kann. Das war immer mein Lieblingsbier. Der Fahrer wollte unbedingt diese Tradition brechen, hat gesagt, ich hole so einen Steam Brew. Und das war was? Ein Weißbier? Weißbier, das ist das Blaue, was ich hier vorne schon schimmern sehe. Hat er extra ein Steam Brew Weißbier geholt und ich habe gesehen, im Lidl gibt es diese ganzen komischen Sorten. Mir haben die Dosen vom Design nie gefallen, ich habe die immer stehen lassen, aber im Urlaub habe ich gesehen, es gibt so eine Probierbox, ein Steam Brew German Craft Beer Resistance Probierpack. Probier. Was? Pro Bier. Bier. Nee, Pro Bier und Kontra Bier. So. Das ist das. Oh, du bist so. Guck dir das so an. Das kann man jetzt richtig cool aufmachen, weil da ist hier so eine Lasche dran. Aufreißer. Was lustig ist, das sind 5 Spezialitäten im Sixpack. Wie kommt das denn? Ihr habt zweimal ein Session IPA drin. Einmal ein German Red, ein Imperial IPA, ein Imperial Stout und ein Wheat Pale Ale. Das heißt, eine Dose ist doppelt und das andere ist einfach und wir... Oh, wieso das denn? Wieso muss man hier da... Jetzt machen wir das so auf. Das klingt wie ein Maschinengewehr. Das ist Chuck Norris, genau. Was bei denen schön zu sehen ist, die sind alle richtig golden hier. Im Anglitz, das passt. Ihr seht schon, das sind die 2 gleichen Dosen. Wir werden also mit den 4 anfangen, die aufteilen auf 3 und dann das am Ende trinken. So, das ist die Fahrer. Ach so, gut. Wir nehmen mal das erste raus. Wir nehmen jetzt einfach mal hier das rote. Rotes Bier. Das ist ein German Red. Steam Brew Steam Brew 7,9%. German Red. Was macht das denn aus? Was liest man denn da vor? Man sagt einfach, da ist halt hier das Rotkäppchen drauf oder was. Und ansonsten, das kräftige German Red Bock Bier besticht durch seine angenehme aromatische Note, sowie die interessante rötliche Farbe dank ausgewählter und intensiv gedannter Malznoten. Abgerundet wird es mit einer leichten Bittere, die so elegant ist wie die Fremde selbst. Was? Du hast jetzt drauf gezeigt? 7,9%. Jetzt wollen wir mal diese German Red aufmachen. Ich dachte, es kommt noch was. Gut. Habe ich da nicht auch mal welche mitgenommen gehabt? Die deutsche Rode wird jetzt geöffnet und wird verschlungen. Jetzt tue ich das hier aufteilen. Das ist eine sehr rote Farbe, haben die gesagt. Okay, füllen wir es mal ein. Wir müssen uns beeilen. Ich habe einen neuen Akku rein, aber ich habe Angst, dass es gleich dunkel wird und dann der... Und das Licht überreicht ja, was ich hier aufgestellt habe. 2 Lampen. Ja, 2 Lämpchen hat er aufgestellt. Oh, Ippa, weil die sieht man halt im Video einfach so wie als Punkt. So. Punkt, aus, Komma, Strich. Fertig ist das Mondgesicht. Ja. So, German Red, kennst du das schon? Ja, dazu kann ich dann noch eine kleine Anekdote erzählen, wo ich das nämlich... Jetzt redet er wieder stundenlang. Während du, glaub ich, das... Ach, meine Füße, genau. Das ist egal.
kurz fassen, Herr Kollege. Als ich das erste Mal gekauft habe, haben wir das getrunken und dann waren wir hinterher so dicht oder etwas dichter. Ne? Und dann habe ich erst hinterher festgestellt, das hat 7,9%. Wie würdet ihr denn das Etikett bewerten? Ich sag 0 Punkte, weil ich finde es voll hässlich. Definitiv. Ich kann, wie gesagt, mit diesem ganzen Steambrew gar nichts anfangen. 0 Punkte. Du sagst 10? Nee, die rote Farbe ist schön. Steampunk ist nicht schlecht. Okay. Steampunk ist nicht schlecht. Wie sieht es jetzt aus mit dem Bier an sich? Das soll ja eine rötliche Farbe haben. Das ist schön rostbraun, dunkel, braunrot irgendwas. Ich mach mal so und so. Wow. Wenn wir hier mal so gucken. Ja, das sieht gut aus, ne? Der Fahrer zeigt uns, wie es gut aussehen kann. Wie schön es aussehen kann, wenn man es am Tag trinkt. Ne? Ja, für die Farbe ist ja trotzdem glasklar, es ist kräftiger. Also ich würde trotzdem 4 von 5 Punkte geben. Na. Wir probieren es mal. Bestialisch. Boah. Schmeckt bisschen IPA-mäßig, ja. Spülmittelmäßig. Die haben wir wirklich aber probiert, Spülmittel nicht so sehr. Die haben es wirklich richtig geschrieben. Probieren wird nicht. Willst du mir sagen, probieren wird nicht mehr die E geschrieben? Ich glaub, willst du mein Weltbild zerstören? Demnächst sagst du mir noch, den Weihnachtsmann gibt's gar nicht wirklich oder was? Ja, ich wie schmeckt's? Nicht meins. Wie schmeckt's? Ich habe wieder Flashbacks. Dein Glas ist voll. Nicht meins. Na. So schlimm finde ich es gar nicht. Nachdem ich kein Etikett gegeben habe und auch die Farbe gut fand. Aber geschmacklich finde ich das jetzt nicht so gut. Na. Also eigentlich finde ich die anderen das auch nicht so gut. Vor allem das. Dann gebe ich mal 3 Punkte, weil das bin ich der gute Punkte verteilt. Mehr gebe ich auch nicht. So, nachdem wir jetzt das Rote hatten, kommen wir mal zum, muss ich hier drauf drücken, kommen wir mal zum Blauen. Das Blaue ist das, was wir hatten, oder was? Ja. Hast du gesagt? Ja. Ach, ich erkenne den Kesto wieder auf der Flasche. Meinen Sie, ganz gut schmeckt. Das ist das Wheat Pale Ale. Oh Gott. 5,6% Steam Brew. Und da steht drauf, für das hefefruchtige und malzintensive Weizen Pale Ale gebraut mit 3 erlesenen Malzsorten und sehr ausgewogenen Zitrus- und Exotik-Fruchtnoten, verliehen von den besonderen Hopfensorten Citra und Hallertauer Blanc, nimmt der Farmer jedes Risiko auf sich. Farmer. Das ist der Kesto. Könnt ihr den Kesto erkennen in der Kesto Production? Das haben wir bei der Goldenen Meile getestet. Ja. Ich glaube, das fanden sogar alle gut. Da müsste jetzt was richtig Leckeres bei rumkommen. Wir machen es mal auf, wir füllen es mal ein. Hannes fand es nicht gut, weil er kein Weißbier mag. Was stellst du das Bier auf den Kopf? Das heißt, in Köln wird es jetzt keins mehr kriegen. Nee. In Düsseldorf legen sie den Deckel drauf, glaube ich. Ich weiß nicht, irgendwie so. Das hat Dann schütz halt weg, mach's wie die Mutter hier heute, die hat's immer in die Bohnen hat sie in die Wägenei geworfen und dann. So. Ja, was mich total überrascht, wenn ihr sagt, das ist Weißbier, da denke ich natürlich wieder, das ist sehr hell, aber es ist schon wieder irgendwie so orange kräftig. Hannes, wenn du dann kriegst du das meiste jetzt. Also, das ich krieg die ganze Drecksblöre. Ich denke, das hat euch am besten geschmeckt. Ja. Was ist denn los mit euch? Was denn? Ich habe noch gar nichts gesagt dazu. Alter, wie das hier wegsplattert die ganze Zeit. Jetzt stellen es mal wieder hier rein. Ah doch, das war das Teil des... Ja, das war nicht schlecht. Das hatten wir in der Dose Firma. Sieht doch. Gut aus. Also bei mir, mit du hast gesagt, das schmeckt dir nicht so, weil du kein Weißbier-Fan bist. Ja. Es ist trüb. Ich bin kein Weißbier-Fan, hast du nur gesagt. Ja. Es ist trüb, da schwimmt was drin rum. Das kriegt auf jeden Fall als das Etikett wieder 0 Punkte. Weil das mag ich nicht. Auch wenn Kesto drauf ist. Grüße gehen raus. Kuss. Farbe. Ein Punkt. Probieren wir es mal. Na. Ich bin absolut kein Weißbier-Fan. Das schmeckt ja richtig gut. Schmeckt das doch. Wie schmeckt es dir denn? Ne? Was gibt es denn für eine Punktzahl ab? 0. Alle. Nee, keine Ahnung. Was schmeißt denn jetzt dahin? Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Null. Eigentlich hättest du doch dein Glas nehmen müssen, hättest wieder so zeigen müssen für die Farb. Das ist die Farb. So sieht das Bier aus. Badlands Chucks. Der Crystal Hub ist ein Chuck mit Dings und überhaupt. Wie viel hast du jetzt für den Geschmack? Ja, würde ich 5 geben. 5 für den Geschmack?
Das schmeckt so, wie es draufsteht, ne? Da gebe ich 4 für den Geschmack. Hannes 0. Perfekt. Was ein Red Pale Ale. Ja. Und das kriegt man, also das gibt's, wüsste aber ich nicht, das ist noch ein anderes. Wet Weizen. Ist ja W-E-T, aber das ist ja Wheat, weil das ist ja W-H-E-A-T. Ja. Heat ist ja auch Heat, ne? Heat. Da ist noch ein W davor. Ein Weizen-IPA gibt's nicht. Wüsste ich jetzt kein anderes. Links das oder das rechts? Das ist ein Imperial, ja, das. Nee, mach das da jetzt. Mach das. Das ist ekliger dazu. So, das kann ich nicht trinken. Das nächste, was wir haben, ist dieses Imperial Stout. Da seht ihr, das Bild wird immer hässlicher. Jetzt kann man gar nicht mehr erkennen, was es ist. Der Typ hat 2 Augen durch den Hut durch mit dem Bart. Das ist ein 7,5% Steam Brew. Durch die Kombination von Gäraromen ausgewählter Reinzuchthefe und Röstmalzen entsteht ein karamellmalziger und röstiger Geschmack. Dank seiner tiefschwarzen Farbe und der cremigen Schaumkrone ist das Imperial Stout des Meisters. Ein Blickfang unter den Spezialitäten. Röstmalze mit Geschmacksnoten von Bitterschokolade und kräftigen Kaffee. Ich warte drauf, dass da jemand vom Balkon runterfährt, halt die Schnauze jetzt endlich. Ich habe gar nicht geguckt, was hier steht. Intensiv gedörrtes Braumalz und selbstgezüchtete Hefe. Und hier stand, pass auf, Honig-Karamell-Note dank Weizenpilzner Münchner Malz, dreifach Hopfung mit Zitra und halter Dauerblank. Also das ist, klingt auf jeden Fall alles super. Also, entweder hat mir jemand sein Glas hergestellt oder ich bin noch nicht weiter. Aber ich bin, ich kann das, kann ich nicht trinken, glaube ich. Der Fahrer ist der, der noch ein Bier trinken wollte. Der Fahrer ist der, der noch ein Bier hat. Wir schenken's mal hier ein. Oh, Hannes, da ist die Mutter Erde drin. Guck dir das an. Das ist richtig genial. Jetzt gibt's dem Fahrer alles, den Rest. Ja, da ist sein Glas noch nicht leer. Na, da soll man dann. Schütz halt da rüber auf dein Fahrrad, der Fahrer. Los, schütt runter. Hauptsache, Alter. Der Finger hängt weg beim Trinken. Du. Ne? So, guck, das ist wunderbar. Das beste Bier, was es gibt, weggeschüttet. Jetzt rein, alles damit. So, hast du es jetzt nicht getrunken oder was? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Fängt's ja noch an zu schiefen. Ich merke nichts. Da müsst ihr euch jetzt wieder. Ich muss jetzt langsam schiffen. Da müsst ihr euch jetzt wieder beeilen. Müssen sich wieder beeilen. Machen wir hier so. Achso, Etikett 0 Punkte natürlich. Ja, das Etikett sieht echt dämlich aus. Farbe kriegt von mir 5 Punkte. Ist schwarz. Geruch? Nix. Probieren wir es mal. Ich hab das, glaube ich, noch nicht probiert. Aber 3 Geschmack und 5 Farbe. 3 Geschmack. Das schmeckt gar nicht mal so schlecht. Ich hätte jetzt gedacht, das schmeckt scheiße. Drei Geschmack und 5 Farbe. Es hat trotzdem so eine Kaffeenote. Ach, warte mal. Hat jemand bei dir ist wieder am meisten drin. Gib mal her. Jetzt wir müssen es wieder so zeigen. Hat jemand mitgekriegt, dass ich Scheißer gesagt habe? Also die Steigerung von Scheiße. Ich muss austreten. Das ist die Farbe. Habt ihr das gesehen? Sieht man gut sieht aus. Keine Farbe, weil einfach schwarz. Ja, eben. Das muss. Das ist das dunkelste Schwarz der ganzen Welt. Das ist auf jeden Fall perfekt. Ich sag dir, morgen machen wir ein Tasting und dann nichts mehr, weil es ist viel zu dunkel. Außer du bringst wieder deine komische Beleuchtung mit, wo wir das draufstellen können. Ich lade es auf der Arbeit auf, da kostet es mich der Strom nicht. Also es schmeckt nach Farbe, es schmeckt chemisch, es schmeckt nach Kaffee, es schmeckt nach Malz, es schmeckt nach allem, es schmeckt mir nett. Das ist das Wichtigste an der Aussage, es schmeckt mir nett und deswegen kommen wir mal zum nächsten. Weil der Fahrer muss eins noch austrinken, aber ich muss, weil der Hannes, wir müssen jetzt schnell mal hier gucken. Wir haben jetzt einen Imperial IPA. IPA ist sowieso schlimm. Ja, den Typ kannst du in die Tonne hauen. Mach KR Steam Brew. Cool. Hab ich noch gar nicht gehabt. Dreifach gehopft und gebraut mit obergäriger Aale Hefe sowie aufwendig hergestellten Malzen, die für eine rötliche Farbe und ein kraftvolles Aroma sorgen, überzeugt das India Pale Ale des Jünglings vor allem durch die Verwendung der Hopfensorten Yellow Sub und Mosaik, die sich in ihren zitrusfruchtigen und blumigen Aroma ergänzen. Yellow Sub, fruchtig süß mit Aromen von Aprikose, Orangen und Brombeere. Mosaik, blumig, tropisch und fruchtig mit Zitrusnoten. 7,8%. Etikett 0 Punkte, wie gesagt. Das sieht einfach scheiße aus. Ich hasse das und deswegen kriegt das einfach nix. Das hat einfach nur eine eindeutige Farbe, wenn du in deinen Lidl gehst und kaufst das ein.
Nee, Steampunk ist ja im Prinzip eigentlich geil. Steampunk, sagt er. Steampunk ist geil. Eigentlich sieht das doch voll hochwertig aus. Diese ganzen Verzierungen da drauf und die ganzen Details. Und dieses ganze goldene Besondere, eigentlich müsste das voll Punkte abkassieren, aber wir sind ja Hater vom Block und deswegen. Das ist nicht Gold, das ist Bronze. Deswegen kriegt er da. Ist jetzt Stress und Zettel oder was? Ist es jetzt auch kein rotes Bier oder wie? Ist jetzt ein Glas ausgeschüttet? Ja, den letzten Dorf. So! Ja, aber Steampunk selber ist. Punk? Find ich cool. Aber ist doch Steam Brew? Ja, aber. Ich mag Punks. Ich bin der Hannes. So. Ja, Steampunk ist cool, aber Punk. Es gibt auch. Was war denn mal zu Punk? Ich verstehe es nicht. Die letzte Dose da hier kannst du ja aufheben. Die müssen wir nicht. Wir müssen ja keine zwei Dosen hintereinander dieselben Biere probieren. Doch. Und das ist das Tasting. Jetzt muss ich erstmal, weil du bist der Fahrer. Jetzt stellen wir es mal hier drauf. Guck dir mal die Farbe an. Perfekt. Hell. Das sieht okay aus. Es ist trüb, du kannst nicht durchgucken, es ist total mit Bakterien versetzt, also für die Farbe bei mir auch wieder nur ein Punkt. Ja, wunderbar, bei dir bruddelt es und bei mir nicht. Ja, beim Hannes, weil wir vergleichen nochmal. Hier, ihr seht, da bruddelt es, die ist eine Lavalampe und hier, das ist der Tod, ist incoming und deswegen sieht das so der aus, wie es aussieht. Gut, jawohl. Prost! Also ich habe schon getrunken. Prost. Trinkt immer schon vorher oder was? Ja, ich bin ja langsamer. Das ist wieder sehr bitter. A bittere, a bittere. Boah, Alter. Das kann man nicht trinken. Boah. Na. Na, ja, Das kann man nicht trinken. Ich freue mich drauf, wenn ich daheim bin. Was heißt es jetzt? Was gibst du jetzt für eine Note, für den Geschmack? Absolut null. Da kann ich nicht mehr klar denken. Also null? Null, null. Da müsste ich komplett nüchtern sein, da würde ich so ein Bier vielleicht mit zwei bewerten und drei. Und jetzt? Fünf? Also am schlimmsten ist hier der Bud Spencer, der hat mich geschlagen. Also. Hey, das ist auch ein Gin. Es geht nicht um den Bart. Was gibst du denn jetzt? Müssen. Du musst dich festlegen, das ist wichtig. Ich würde sagen 3 auf jeden Fall. 3? Hä? Wer das mag. Das macht doch gar keinen Sinn, oder was er erzählt. Ja, welches war denn das hier? Ja, das Imperial Iber. Das hässliche. Das ist ein Iber, ne? Das schmeckt halt wie ein Iber. Solange du nicht weißt, was du willst, das ist ja schon ein Iber. Nehme ich mal hier nochmal und guck nochmal hier. Wir haben nämlich noch ein Bier übrig. Das ist ein Session IPA. Da ist eine Frau mit weißen Haaren drauf. Da steht Steam Brew. Das Etikett kriegt von mir wieder mal nix. Dann drehen wir es. Hier ist noch eine Gaswolke. Dann drehen wir es rum und da steht: Der schlanke, aber dennoch aromatische Körper des dreifach gehopften Session Pale Ale sorgt für ein außergewöhnliches Trinkerlebnis. Exotische und tropische Fruchtnoten verleiht der Exclusive Hopfen Fixigret. Das Beste ist das Pfandlogo. Die Spezialität der Schwester schmeckt am besten zwischen 6 und 10 Grad Celsius Trinktemperatur. Und dann ist nochmal aufgelistet, Fixigret, exotisch und tropisch mit Fruchtnoten von Ananas und Passionsfrucht, sowie Pinie und Kiefer. Fixigret, das hat übrigens 4,9%. Das ist in Ordnung, das kann man mal machen. Kann man das sogar trinken. Das kriegt auf jeden Fall jetzt hier 0 Punkte fürs Etikett, weil ich hasse das. Wir machen es mal auf, aber wir müssen jetzt beide trinken. Du wolltest noch ein Bier, das ist jetzt noch dein Bier. Wie, nee. Achso, das schützt es mir an, weil es dein Bier ist. Das ist eine Käste Production. Ach so, okay. Mit Bier. Guck mal, Hannes, ich habe dir zuerst ein Geschenk. Ja. Wenn du jetzt sagst, bei dir sprudelt nichts im Glas. Bitte sprudelt beim Hannes sprudelt nichts im Glas, bei mir sprudelt was im Glas. Ich nicht so weit bin, kann man die Farben mal vergleichen. Aber jetzt ab, ich schütte es jetzt weg hier. Das ist orange und der Rest nicht. So, genau. Warte, ich schenke dir noch mal ein, damit du das. Jetzt hat er mein gutes Bier weggestellt. Ja, das Gute. Das Gute. Hier hast du jetzt dein Gutes, mein Gutes. Hängt da immer noch in Hibu an dem Schild zum Schwimmbad? Das finde ich sehr schön. Da hing der überall. Ich weiß nicht, ob sie das mal weggemacht haben. Gibt es den Lutz noch?
Bestimmt. Ja, ich habe letzte erst wieder Döner gegessen. So, ah, guckt es ja, euch an. Letzte Woche, also da. Das ist das Bier. Das sieht unten sehr weiß aus. Also es sieht wirklich von hier aus auch so aus. Es ist komplett trüb, du kannst nicht durchgucken. Bier. Etikett 0 Punkte, Farbe 1 Punkt von meiner Seite aus. Geschmack. Hannes, Prost, Fahrer, Prost, Geruch, Schmack. Geruch. Schmeckt nach Geruch, genau. Geruch, ja. Das wird der Lush, Bobby Lashley. Ja. Das kann man nicht trinken. Also wenn man keinen Durst mehr hat, dann kann man das auch nicht mehr trinken. Der Hannes hat's getrunken, guck. Alter, das ist nur noch Scheiße. Lisa hat's getrunken. Alter! Das ist nur noch Scheiße. Es wird ja immer schlimmer, ey. Ne, ich mag das Zeug einfach nicht. Das ist... Ne, das Blaue ist wirklich, aber alle ausdrücken, aber das Blaue ist... Das Weiße mit dem Queso drauf. Queso ist der Bezwinger der Nation. Ja. Der hat Weiße. Den besten Geschmack. Weiße, das ist doch hier, der Queso. Das Blaue. Na ja, Queso, du hast doch gesagt, das Blaue. Und deswegen habe ich gesagt, das Weißbier. Achso, das Weißbier, weiß. Du hast ja. gesagt, das Weiße. Ja, das Blaue, das ist Es das. Gibt keine weiße Farbe hier drin. Deswegen habe ich ja das gesagt, ist das, das ist weißes, weißes Bier. Weißbier. Ja, weil das Weißbier ist. Weil Weißbier immer gut schmeckt. So, weil der Fahrer noch zu tun hat an seinem Glas, nehme ich die Kamera, drücke 200 Mal hinten auf den Bildschirm drauf, in der Hoffnung, dass der jetzt, was ist normal denn hier, dass der angeht, also normal geht er auch eigentlich an, wenn man drauf drückt. Ich Hauer drauf holen wahrscheinlich. Stehe ich nicht hier. Was ist denn jetzt? Der reagiert doch. Hannes, drück mal hier drauf. Perfekt. Guck mal, wir haben noch ein Bier übrig. Jetzt sag nicht, das ist dasselbe, das weiß ich doch selber. Das frierst du ein für das nächste Mal. Das ist ein Session IPA. Da ist eine Frau drauf mit weißen Haaren. Das ist ein Steam Brew, da steht drauf. Pass auf, ich lies mal vor. Der schlanke, aber dennoch aromatische Körper des dreifach gekopften Session Pale Ale sorgt für ein außergewöhnliches Trinkerlebnis. Exotische und tropische Fruchtnoten verleiht der exklusive Hopfen Fixigret. Die Spezialität der Schwester schmeckt am besten zwischen 6 und 10 Grad Celsius Trinktemperatur. Und dann ist nochmal aufgelistet, Fixigret, exotisch und tropisch mit Fruchtnoten von Ananas und Passionsfrucht sowie Pinion Kiefer. So, das Etikett kriegt erstmal 0 Punkte. Wir machen unerbittlich weiter hier. Was ist denn los mit euch? Ich trinke die Dose gleich alleine hier. Direkt hier reinschütten. Nö, das mache ich nicht. Dem Hannes schenke ich jetzt erstmal hier einen Hopfen ein. Genau. Hier, mir schenke ich jetzt erstmal hier einen Bottich ein. Und ihm den Rest. Und du, mein kleiner, du wolltest noch ein Bier. Und jetzt tust du hier uns so durch die Gegend zerren, oder was? Ich wollte eins, nicht alle. Ja, doch, wer eins will, will auch alle. Guck mal, wie schön der Schaum da rausfliegt. 1920 meine ich. Den Zug, den muss ich erwischen, weil da kann ich wenigstens einen Zug kotzen. Ah, erzähl doch nichts! Geht das nicht. Ich nehme auch extra Fahrer sein Bier, guckt es euch noch mal an. Ein schönes Bier von unten bis This is a beer chuck in the glowing dark vom Badlands Chucks, das ist perfekt. Unten ist es einfach nur weiß, oben ist es gelb, das ist super. Aber die also, herausfordern den Badlands Etikett 0. Ja. Stellst du es jetzt da drauf oder was? Ja, hm, musst du es so machen hier. Etikett 0. Das ist bescheuert. Ja, du hast ja keine Raste dafür, gell? Ja. Aber es fällt trotzdem. Etikett 0. Das, Achso, die Farbe 1 hat man, glaube ich. 0. Prost, Hannes. Null, der Prost. Ist schon leer, gut. Der Hannes ist der Erste, der Fahrer ist der Letzte. Ich bewege mich im Zwischenteil. Oh. Im Abteil. Im Zwischenabteil. Möchtest du morgen wiederkommen? Lass mal das Crew Republic testen. Auf jeden Fall. Wenn es schmeckt, trinkt mal alle 20. Hast du gesagt. Wir ansonsten sind es 10. Wir können auch 10 uns reinteilen. Und dann das Video auch stoppen. Oder ausmachen. Und trinken dann 10 noch im Chill-Modus hier. So, wo man dann einfach nur dumm ist. Ich kriege absolut heute, sagt er heute. Heute! Morgen meine ich. Also das schmeckt wir wie. Das Ding hier mit, weil ich kann hier nicht in einer Stunde hier 20 Bier trinken. Das funktioniert nicht. Nee, schade, dass du das nicht kannst. Das machen wir. Das machen wir einfach. Das machen wir so. Wir locker vom Hocker. Wir trinken die 10 Bier mit den Gläsern schön. Und dann.
Dann bleib einfach nur hier auch und labern dumm. Ich sagte, wenn das Bier weniger schmecken würde. So, das war jetzt hier diese ganze Box. Das war dieses Steam Brew Probier Pack 5 Kraft Spezialities. Alles mit goldenen Verschluss, was auf jeden Fall sehr edel aussieht. Es sind eigentlich edle Dosen. Nur weil wir Hater sind, sagen wir, die Dosen kriegen keine Punkte. Aber eigentlich sehen die alle gut aus. Das sieht alles aus wie der Zauberer von Oz. Eigentlich müsste das die immer Dosen volle Punktzahl kriegen. Guck mal, die Dosen haben Pfand, von daher. Welche Dosen haben denn kein Pfand? Ach, die zeigst du mir, Narrat, im Backstage-Bereich, genau. Das habe ich im Urlaub gefunden und deswegen würde ich sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Der Fahrer. Scheiße. Sorry, die ist schon zweimal, die ist einmal mitgewaschen worden, die der Lampe. Der Fahrer. Und einmal habe ich sie in die Wäsche geworfen. Der seine Lampe wäscht. Und der Hannes. Führt euch. Weil der fürzt euch nämlich immer. Peace out, ja. Vorhaut. Und so. Ciao.